Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Heart Gold. Wir befinden uns hier im Glockenturm. Den wollen wir in dieser Folge besteigen, denn hier befindet sich das legendäre Pokémon Ho-Oh und das wollen wir natürlich fangen. Ja, ich hoffe, dass wir hier relativ schnell durchkommen, weil ich will jetzt nicht unbedingt ein Thema anschneiden, weil so weit ist es jetzt auch nicht mehr, bis wir oben sind beim Glockenturm, denn hier befindet sich, man sieht es schon an den Statuen, das legendäre Pokémon Ho-Oh. In der letzten Folge haben wir die Kimono-Girls besiegt und in dieser Folge, wie gesagt, wollen wir Ho-Oh fangen. Diese Situation hier gibt es übrigens nur in Pokémon Heart Gold. Solltet ihr Pokémon Soul Silver besitzen, dann könnt ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt Lugia fangen. In diesem Spiel kann man, wie ich schon öfters gesagt hatte im Let's Play, auch Lugia fangen. Das geht aber erst nach der Pokémon Liga. Ah, schützt das jetzt alle. Ja, das ist das ja nicht mehr. Nicht irgendwie Pokémon Schwarz und Weiß, dass du nachgefragt wirst, ob du das jetzt weiter benutzen möchtest. Gibt es ja diese Neuerung erst ab Pokémon Schwarz und Weiß 1. Wie ich finde, immer noch die beste Neuerung in der 6. Generation. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo wir hin müssen. Ja, der Zentrum ist immer schon ein bisschen verwirrend und ich hänge hier eigentlich auch schon das eine oder andere Mal, weil der halt relativ stark verwirrend ist. Nee, hier waren wir auch noch nicht. Da müssen wir auch noch nicht hin. Da geht's nach unten. Dann müssen wir wahrscheinlich. Nee, hier geht's ja zurück, oder? Ich bin völlig verwirrt. Aber groß ist der Zentrum nicht und wir haben ja in der letzten Folge schon einen großen Teil des Zentrums geschafft. Deswegen glaube ich, dass wir auch in dieser Folge mit den Zentrum fertig werden und dass wir auch Ho-Oh fangen werden. Ihr könnt es ja schon am Thumbnail sehen. Naja, hier ist diese doofe Stelle, wo man nicht direkt weiß, wo man hinspringen soll, weil der Balken da im Weg ist. Sollten wir das geschafft haben, übrigens, gehen wir dann zur Pokémon-Liga. Ja, nicht mehr lange dauert's und dann sind wir endlich bei der Pokémon-Liga. Also wir müssen definitiv hoch. Hier geht's definitiv nicht hin. Ihr könnt mal gerne in den Kommentaren schreiben, wenn ihr Pokémon Heart Gold gespielt habt oder Soul Silver könnt ihr ja auch gespielt haben. Da könnt ihr ebenfalls ja Ho-Oh fangen. Geht's hier hin? Habt ihr euch mit dem Zentrum, also mit dem Glockenturm, Glockenturm ist das ja, Glockenturm heißt ja. Ich verwechsel den immer mit dem Zentrum, aber der Zentrum ist der verbrannte Turm. Den müssen wir doch dahin. Oh, und ausgerechnet jetzt ist Schutz vorbei. Aber zumindest wissen wir, dass wir genau da oben hoch müssen. So, jetzt hier rüberspringen. Hier rüberspringen. Hier, so, wo jetzt lang? Links oder rechts? Komm, ich nehme jetzt einfach mal rechts. Vielleicht habe ich Glück. Oder ich habe auch nicht Glück. Fail. Epic Fail. Also dann nochmal zurück, aber wenigstens haben wir jetzt den Weg und wie gesagt, einen großen Teil haben wir in der letzten Folge schon geschafft und ja. Ich glaube, das ist auch die letzte schwierige Hürde in diesem Glockenturm, Glockenturm und dann sind wir auch schon durch. Wo wird relativ stark sein, denke ich mal. Dadurch, dass unsere Pokémon nicht allzu hoch gelevelt sind. So, wo jetzt lang? Genau, hier lang habe ich noch im Augenwinkel gesehen. Und hier ist die Treppe, wo wir nach oben können. Juhu, wir haben es geschafft. Noch eine Ebene geschafft. Und hier befindet sich noch ein Top-Drang. Also solltet ihr noch einen Top-Drang brauchen, hier liegt einer rum, falls ihr ihn braucht. So, oben oder unten? Wenigstens ist hier ein Item. Der Hyperheiler befindet sich hier. Wenigstens was. So, jetzt die Treppe nach oben. Ah, jetzt kommt das Teleporter-Spielchen. Da muss man relativ viel Glück haben, damit man auch die richtigen Teleporter springen muss.
Da kann man hier auch schon hängen bei diesen nervigen Teleporter. Oh, und hier befindet sich ein Doppelleber. Oh, das ist ja nice. Das finde ich schon mal geil. Dass ich hier ein. Ich glaube aber. Oh, ich glaube aber, dass man in diesen Teleporter reingeben muss. Weiß es aber nicht jetzt zu 100%. Hm. Ja. Ah, hier befindet sich nicht, also müssen wir den Teleporter. Es sieht danach aus, als wären wir instinktiv richtig gelaufen. Ja, ja doch. Vor allem, wo wir jetzt hier sind, das sagt mir was. Doch, doch, das sagt mir irgendwas. Ja, ja. Das sagt mir schon was. Dann müssen wir noch diesen Teleporter. Und da ist die Treppe. Cool. Da ist die Treppe. Und dann haben wir es auch schon geschafft, den Glockenturm. Wie gesagt, so groß ist er halt nicht. Wir haben halt einen großen Teil geschafft. Hallo, liebe Kimono-Girls. Ich packe natürlich Jajika nach vorne, damit man ihn einschläfern kann. Boah, der hat doch Hypnose. Jo. Leider haben wir halt keine Paralyse. Aber Schlaf ist ja sowieso etwas effektiver. Oder soll ich doch Ruffy nach vorne bringen, damit wir ihn schon mal ein bisschen schwächen können? Ach komm, fuck drauf, wir machen Ruffy nach vorne. Hier kann er ihn zumindest mal ein bisschen schwächen. Ja, okay, passt alles. Here we go! Dies ist der Ort, an dem wir mit hohem Kontakt treten werden. Wenn hier gleichzeitig der Klang des Tanzes, den wir täglich proben, und der Klang der Klarglocke ihr halten habt, ertönt, wird Ho wieder von dem weiten Himmelszelt zu uns herabsteigen. Ja, und jetzt kommt eine kleine Zwischensequenz. Und da wünsche ich euch einfach mal viel Spaß. Und da ist es. Ho-oh. Hi. Hat Ho gesagt. Ich kann nicht ein bisschen hoisch. Was ihr da vor euch seht, ist Ho-oh. Seit Urzeiten erzählt man sich hier. Von ihm, dem Schutzpatron der Lüfte. Schon viele vor euch haben sich daran versucht, das Gleiche zu erreichen. Doch alle scheiterten kläglich. Flui, ihr hattet endlich Erfolg damit, weil euer Herz und die Klarglocke im Einklang miteinander standen. Seht nur, Flui. Ho-oh scheint daraus auf jemanden zu warten. Trefft eure Entscheidung. Gewartet zu haben. Ja. Dann würde ich sagen, here we go. Let's go, sagte Ho-oh. Oh, verdammt! Oh, ich hab vergessen zu speichern. Oh. Oh. 45! Bisschen krank, oder? Und dann hat er auch noch Erzwinger, das Positive an ihm. Ich glaube, er kann keine Erholung. Nee, ich glaube nicht, dass er Erholung kann. Hm. Was macht man?
Stärke. Sonnentag. Das verstärkt natürlich Feuerattacken. Das kann wer der sein. Ich glaube, er versucht mich einfach nur zu troopen. Alter. Ja, der Damage. Der ist schon krank. Und oh, jetzt kommt seine stärkste Attacke. Läuterfeuer. Und die ist richtig krass. Ist seine beste Attacke. Ah, One-Hit-KO, ja. Starke Feuerattacke. Das wird nicht leicht, dadurch, dass er vor allen Dingen so einen hohen Level hat. Okay, komm. Jetzt würde ich sagen. Ja, soll ich gleich schon ja Jigger? Ne, ich bringe erst. Ich versuche ihn wenigstens noch ein bisschen zu schwächen. Mit Technorax. Was machen wir? Machen wir Fliegen, komm. Ach, Feuersturm. Ebenfalls starke, sehr starke Feuerattacke. Oh, One-Hit-KO. Das tut schon weh. Na, gleich ist das Sonnenlicht. Du mich auch. Okay, ich würde sagen, versuchen wir es jetzt mal mit Yajigger oder bringe ich erstmal... Doch, ich versuche es jetzt einfach mit Yajigger. Ich versuche ihn jetzt einzuschläfern. Und vielleicht klappt es ja dann. Oh, klasse. Instant getroffen. Ich weiß, Donner hat keinen Step, aber das ist wenigstens eine sehr effektive Attacke. Und wenn wir treffen, dann denke ich mal, wird sie locker mal die Hälfte abziehen. Schätze ich jetzt einfach mal. Komm, Donner. Ja, es trifft. Geil. Was zieht's ab? Nicht mal die Hälfte? Okay. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und das Sonnenlicht lässt nach. Und Donner ging leider daneben. Und er schläft wenigstens noch eine Runde. Cool. Das ist gut. Komm, jawohl. Getroffen. Jetzt können wir versuchen, Bälle zu schmeißen. Ich glaube, im roten Bereich kriegen wir ihn nicht. Oh, ausgerechnet jetzt. Wacht natürlich der Penner auf. Ah, du bist schon ein Asiho. Eigentlich habe ich sonst keine Probleme mit Toro. Ich glaube, das könnte dieses Mal werden, weil Ho ja auf einem sehr hohen Level ist. Ich meine, guckt euch das an. Yajigger ist einer unserer stärksten Pokémon und der ist 10 Level unter Ho. Das ist schon krank. Ich wollte jetzt nämlich Ho eigentlich nämlich vor der Liga noch einsacken. Ja, wir können leider keinen Finsterball schmeißen, weil es halt nicht Nacht ist. Komm, Hyperball. Versuchen wir es einfach mal. Nicht mal ein Einser. Das wird ja noch zum Nerven. Oh, mir Digga, ich weiß, dass du es schaust. Nochmal ein Hyperball. Vielleicht haben wir Glück. Sollte es übrigens zu lang... Ja, eins, zwei... Sollte es übrigens so lange dauern, werde ich das übrigens vorspulen. Nur mal für euch als Information. Feuersturm. Oh, was? One-Hit-KO? Das ist schon assi. Du blödes Ho-Oh. Ich hasse dich. Jetzt muss man natürlich ihn wiederbeleben, das ist klar. Wie macht man das? Komm, Karantepi. Muss dich jetzt leider opfern. Nein, kein Hyperheiler, Top-Beleber. Komm, hau mal einfach raus.